Ingolstadt hat ein neues Wahrzeichen und Kremsmüller hat es gebaut. Zwei Fernwärmespeicher, die 25 Meter hoch in den Himmel ragen, prägen nun das Stadtbild mit. Dieses neue Wahrzeichen hat aber auch einen Sinn, denn dadurch wird die Fernwärmeversorgung der Bevölkerung sichergestellt und es werden 70.000 Tonnen CO2 jedes Jahr durch diese beiden neuen Türme eingespart. Es gibt auch einen tollen Bericht eines lokalen Fernsehsenders über dieses Projekt und wenn ihr genau hinseht, seht ihr auch ein Kremserl arbeiten. Viel Spaß beim Beitrag. Die Dimensionen sind gigantisch. Nach Fertigstellung ragen zwei Speicherkessel knapp 25 Meter in den Ingolstädter Himmel. In jedem Turm sind jeweils 1600 Kubikmeter Wasser zwischengelagert, mit konstant 135 Grad. Damit lässt sich die Leistung im Fernwärmenetz stabilisieren, denn es gibt Zeiten mit weniger und mit mehr Bedarf, sagt der Projektleiter. Und um möglichst viel Energie von unseren regenerativen Einspeisern zur Verfügung zu haben und auch komplett über den ganzen Zeitraum das zu haben, ist uns dieser Wärmespeicher eben irgendwann einmal als Idee gekommen, einfach zum Glätten und um kontinuierlich einen Wärmebedarf abzufahren. Einspeiser sind die MVA und die Gunvor-Raffinerie. Erst Anfang 2017 haben Gunvor und Stadtwerke die Abnahme um weitere 10 Jahre verlängert. Genutzt wird Fernwärme in Gewerbeanlagen, Neubaugebieten und im Gebäudebestand der Altstadt. Der Netzausbau hält an, das heißt immer wieder Baustellen für neue Rohrleitungen und die technische Verdichtung von Altbestand. Jetzt kommt noch der neue Fernwärmespeicher dazu. Technische Leistung hat ebenfalls besondere Dimensionen. Wenn man davon ausgeht, dass heute ein normales Einfamilienhaus ein neu gebautes, einen Wärmebedarf von 10 Megawattstunden im Jahr hat, dann kann man relativ einfach sagen, dass ca. 17 Häuser im Idealfall ohne Abstrahlungsverluste ein Jahr lang mit unserem Wärmespeicher mit Wärme versorgt werden könnten. Sämtliche Bauteile sind natürlich Maßanfertigungen. Die halbkugelförmigen Stahlböden wurden in einer nächtlichen Aktion millimetergenau eingepasst. In Handarbeit gefertigt werden auch die beiden obersten Ringe der Turmkonstruktion. Ende des Jahres soll die Anlage in Betrieb gehen. Der neue Fernwärmespeicher schon jetzt ein weiteres Wahrzeichen im Norden von Ingolstadt.